Schaut euch die Noten an, wenn ihr sie noch nicht ausgedruckt habt. Hier sind noch einmal die Griffe für den C-Akkord, C, E, G, F-Akkord, F, A, C und G-Akkord. Hier stehen immer die rechte Hand in Notenlinien und die Buchstaben drüber sind die Akkorde, die man dazu spielt. Der ganze Boogie hat in der ersten Zeile 1, 2, 3, 4 Takte, in der zweiten Zeile wieder 4 Takte und in der dritten Zeile wieder 4 Takte. Diese 12 Takte wiederholen sich in einer Boogie immer von vorne. Man spricht auch von einer Boogie-Strophe. Wir beginnen mit der rechten Hand. Wir benötigen die Finger 1, 3, 5. Ich spiele euch Takt 1 und 2 vor. Der Daumen liegt auf dem C. Wir spielen 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Und einmal zum Mitspielen und 1, 3, 5. Mit Takt 1 und 2, die brauche ich jetzt nicht zu spielen. In der zweiten Zeile in Takt 5 rückt mein Daumen hoch zum F und ich spiele das gleiche Muster. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Zum Mitspielen, Takt 5. 1, 3, 5, 1, 3, 5. Fünf.
Wir gehen zurück zu den Tasten und die linke Hand spielt den C-Akkord und die rechte Hand spielt 1, 2, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Ihr merkt, in der rechten Hand habe ich drei verschiedene Töne, C, E, G, aber mein Muster sind immer vier Töne. Deshalb C, E, G, C. In der zweiten achte Vierergruppe ist das E auf die 1 und im Takt 2 ist das G auf die 1. So, wir klopfen dazu. Die rechte Hand spielt 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Das müsst ihr üben und trainieren. Die rechte Hand spielt und die linke Hand klopft den Takt. Noch einmal und 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5. Takt 3 und 4. Pause und spielt es so lange.
lange, bis ihr es schnell spielen könnt. Etwa so. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.